Selten habe ich hier auf dem Kanal eine Umfrage gemacht, die so eindeutig ausgegangen ist, wie das Bier, das ich von der Störtebeker Braumanufaktur als erstes verkosten soll. Das steht hier vor mir, welches Bier das ist und wie es schmeckt. Das klären wir in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und vor allen Dingen, dass ihr euch alle so intensiv an meiner Umfrage beteiligt habt. Als ich das Bierpaket vom Kalea Beer Tasting Club ausgepackt habe und euch gefragt habe, ja, welches Bier von der Störtebeker Braumanufaktur, denn von der war dieses Paket, soll ich denn als erstes probieren? Und es haben sich ein paar Favoriten rauskristallisiert, sagen wir es mal so, aber ein Bier war tatsächlich bei fast allen mit dabei und das habe ich heute hier auf dem Kanal. Das ist das Scotch Ale und kommt natürlich aus der Störtebeker Braumanufaktur zu Stralsund. Und ich habe mal versucht herauszufinden, warum sich das so viele von euch gewünscht haben. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieses Bier nur in der Brauerei zu haben ist und nicht irgendwo im Handel in einem Regal. Ich habe jetzt schon mal gesehen, im Supermarkt in Deutschland, da gibt es Supermarktregale aus Holz von der Störtebeker Braumanufaktur. Da scheint es einfach nicht drin zu sein, scheint dann eher so die Nische in der Nische zu sein. Und deswegen offensichtlich das Interesse bei euch sehr groß, freut mich sehr. Jetzt kommt noch die Frage Scotch Ale. Was bitte zum Teufel ist ein Scotch Ale oder was macht dieses Ale zum Scotch Ale? Es ist ein Strong Ale, also ein starkes, obergäriges Bier, das mit getorftem Whisky-Malz gebraut worden ist und damit wäre auch schon erklärt, woher der Begriff kommt. Also Scotch vom Scotch Whisky, das getorfte Malz, was da reingekommen ist, wird wahrscheinlich gleich seine Geschmacksvielfalt dann im Bier verbreiten und mich dann so ein bisschen in die Whisky-Welt holen, wo ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überhaupt nicht zu Hause. Ich bin kein Spirit-Trinker, das liegt jetzt nicht am Whisky, sondern alles, was alkoholisch halt irgendwie so in die Likör, Schnaps und sonst irgendwas Richtung geht, geht überhaupt nicht an mich, kann ich nicht trinken, mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Und insofern bin ich mit dem Bier ganz gut bedient, hat 9 Volumensprozent, also ist auch dann schon richtig kräftig, 20,5 Grad Plato. Und von der Trinktemperatur, da glaube ich, kann man jetzt deutlich zweistellig werden. Ich habe es jetzt hier mal ein gutes halbes Stündchen warm werden lassen. Es ist jetzt also maximal noch kühl. Das liegt aber auch daran, dass es draußen relativ heiß ist. Also wir sind hier, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja, auf der Webseite steht auch, entweder man liebt es oder man hasst es. Das lässt sich zumindest den Kommentaren entnehmen, die unter dem Bier stehen. Finde ich auch sehr cool. Die Störtebeker Braumanufaktur scheint eine richtig coole Community zu haben. Du siehst ja viele Händler, wo man dann so Bewertungen zu den Bieren abgeben könnte. Die meisten geben da keine ab, aber da ist richtig was an Kommentaren hinterlassen. Finde ich persönlich richtig cool. An Zutaten wie Gerstenmalz, eben dem Torfmalz, dem getorften Malz ist noch Invertzucker mit reingekommen. Hopfen, Hefe und das Gerstenmalz ist sonst noch Karamellmalz. Und der Hopfen ist Tradition. So, dann hätten wir das auch. Wir werfen noch einen Blick auf den Kronkorken, bevor wir ihn dann gleich runterreißen. Und dann gehen wir die ganze Chose mal an. Bin jetzt alleine auf die Farbe gespannt, aber ich vermute mal, es wird ein bisschen ja, dunkler sein. Genauso hätte ich es jetzt eigentlich auch erwartet. Das ist eine ja, tiefe, dunklere Bernsteinfarbe, allerdings der Schaum überhaupt nicht stabil, der ist sofort weg. So eine ja, mittlere Trübung, also es ist, ja, man kann ein bisschen noch durchschauen, aber grundsätzlich ist es eher auf der trüberen Seite zu Hause. Aber was mich jetzt wirklich tatsächlich verblüfft, ist, wie schnell der Schaum oben verschwunden ist. Aber gut, in der Nase. Ui. Also man hat sofort so eine Whisky-Nase. Das liegt aber auch an dem torfigen Malz, also es ist eher das Torfige. Karamellmalz auf jeden Fall. Und so ganz leicht rauchig, wobei ich mich da wahrscheinlich vom Torf gerade so ein bisschen auf das falsche Gleis stellen lasse. Aber also es hat tatsächlich was sehr intensiv Malziges, karamellig und halt eben torfig. Und wahrscheinlich sind jetzt schon die ersten raus, die sagen, nee, kann ich nicht. Ich werde es probieren. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh ja. Nee, also
Es hat tatsächlich so ein bisschen so eine rauchige Note, kräftig torfig. Und natürlich, also erstmal, Malz ist hier das dominierende Thema. Kräftig torfig, Karamell. Hat eine deutliche, kräftige Süße. Und die balanciert, glaube ich, da ganz, ganz ordentlich was weg, diese Süße. Gibt nämlich einfach so ein bisschen Trinkbarkeit. Mittlere Bittere ist schon, ja, ist da, aber eben halt auch durch die Süße durchaus balanciert. Kräftig würzig, hat so was leicht Holziges auch, als ist nicht Fass gelagert, aber es geht auch so ein bisschen in so eine Fassrichtung rein. Relativ wenig Hopfeneindruck, jetzt mal von der Bittere abgesehen. Mild, sanft, vollmundig und ja, so ein richtig schön kräftiges Mundgefühl. Eine echte Malzbombe. Alkohol müssen wir auch noch reden. Alkohol haben wir vergessen. 9 Volumensprozent. Ich hätte mal gesagt, man merkt, dass es ein stärkeres Bier ist, aber dass das jetzt irgendwie vordergründig alkoholisch ist, nee, könnte ich jetzt nicht behaupten. So ein bisschen zestige Orange hinten im Nachgang des Antrunks. Richtiger, schöner, voller Körper, eine feine, eher dezente Kohlensäure, das hat man ja auch gesehen, ist wirklich zurückhaltend und von der Textur her ganz, ganz ölig. Im Nachtrunk, hinten raus, es wird ein bisschen wärmer einfach im Mund. Der Alkohol fängt an zu wärmen. Die Süße ist halt immer noch relativ kräftig da. Ich finde sie jetzt auch persönlich vielleicht ein Hauch zu kräftig, aber das soll mein Geschmackserlebnis nicht stören. Viel Karamell, viel Whisky, Torf und Rauch. Nee, muss sagen. Burschen, das ist wirklich ein richtiges Fest. Es ist kein Bier von der Stange. Es ist kein Bier für jedermann. Ich glaube, das will es auch überhaupt nicht sein. Insofern ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar, warum man das sehr bewusst bestellen muss. Solltet ihr Rauchbiere mögen, solltet ihr Whisky mögen, solltet ihr überhaupt stärkere Biere mögen, die geschmacklich so ein bisschen in Fassrichtung gehen, die so auch ein bisschen außergewöhnliche Geschmacksnuancen haben, dann würde ich euch dieses Bier definitiv ans Herz legen. Das Scotch Ale von der Störtebeker Braumanufaktur. Solltet ihr zu keiner dieser Gruppen gehören und mehrere dieser Fragen mit Nein beantworten, dann würde ich sagen, ist vielleicht das Atlantic Ale oder das Pils dann doch eher das gescheitere Bier für euch, weil da ist aromatisch halt einfach schon ein bisschen was los. Alle anderen, glaube ich, sind sehr happy, wenn sie dann 2 oder 3 Flaschen davon haben, weil da tut sich richtig was im Kino. Von meiner Seite aus soll es das gewesen sein, aber ihr wollt natürlich auch noch wissen, wie ich das Scotch Ale der Störtebeker Braumanufaktur bewerte. Und das ist mal wieder eins der Biere, wo ich sagen kann, das sind 5 von 5 möglichen Punkten für das Scotch Ale der Störtebeker Braumanufaktur. Und wenn ihr noch kein Abo von dem Kanal habt, dann tut mir doch den Gefallen, löst da gerne unten eins nach. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn die anderen Biere noch kommen. Und da habe ich noch 2 ausgesucht, die wir auf jeden Fall noch in ganz kurzer Zeit machen. Und vielleicht das eine oder andere dann auch noch nachziehen. Ich freue mich drauf und wenn ihr Lieblingsbiere habt, schreibt es gerne hier unter das Video. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.